Willkommen auf der Most Wanted Music 2021. Wir haben eine unglaublich spannende Runde versammelt. Es gab leider gesundheitsbedingte, koalitionsbedingte, kurzfristige Absagen. Wir werden das Beste draus machen. Es geht um ein Thema, was gerade im Nachklang hoffentlich der Pandemie immer wichtiger wird. Welche Rolle spielen neue Strukturen und Konjunkturen in der Musikwirtschaft? Und das haben wir hier und auf anderen Veranstaltungen gelernt, die doch eine recht schwere Zeit hatte, die viel experimentieren musste und die auch sozusagen ihren Status erhalten will als Zukunftslabor. Seit die CD 1981 hier in Berlin vorgestellt wurde, ist die Musikwirtschaft der Kontext, in dem nicht nur die größte Krise einer Medienbranche ever weltweit miterlebt werden durfte, sondern in der Folge von MP3, Napster und anderen auch tatsächlich mehr neue Geschäftsmodelle entwickelt wurden als in anderen Medien- und Kulturbranchen und in der tatsächlich auch neue gesellschaftliche Konjunkturen stattgefunden haben. Es gibt mehr Festivals als jemals zuvor. Es gibt heute überall Musiknetzwerke. Aber welche Rolle spielen diese Netzwerke und Festivals, die sich darum bemühen, neuen, anderen Gruppen gesellschaftlichen Raum zu verschaffen, sie sichtbar zu machen? Das sind Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Wie nachhaltig tragen diese neuen Netzwerke in einer Zeit zur Zukunft bei, in der immer mehr legitimierte Institutionen Legitimationsprobleme bekommen, die gerade in der Krise sichtbar geworden sind, weil sie bei der Verteilung von Ressourcen vielleicht gar nicht fair agieren konnte, weil sie zu weit weg von der Wirklichkeit waren. Und da konnten Netzwerke, ob in Berlin oder Hamburg, vielfach helfen. Sie waren näher dran an den Prozessen, sie sind beteiligt. Gestern auf dem Listen to Berlin Award fand ich es ganz schön, dass der sehr gut deutlich wurde, worin ein großer Mehrwert dieser neuen Netzwerke mit ihren neuen Festivals besteht. Sie zeigen, wo Zukunft stattfindet, wer Zukunft in den letzten Jahren miterschaffen hat und wer sozusagen neuen Wind hineinbringt in Prozesse, die in Bewegung geraten sind und die immer mehr Koorganisatoren von Netzwerken, und davon haben wir hier drei versammelt, am Laufen halten wollen, die TreiberInnen dieser Entwicklung sind. Mir hat Katjas Beitrag gestern sehr gut gefallen, die ich als erste vorstellen möchte, was hier in Berlin sicherlich völlig unnötig ist, als sozusagen erste Pop-Intendantin der Republik, die hier ein wundervolles Festival veranstaltet, tatsächlich hier sich verdient gemacht hat um Inklusion und das auch gestern in ihrer Laudatio ganz gut gezeigt hat. Sie würde ich als erstes bitten zu fragen, wo sie Erfahrung damit gesagt hat, wie es ihr gelingt, Gesellschaft zu öffnen, Kultur zu öffnen, Neues zu ermöglichen. Rechts neben ihr Detlef Schwarte, Mastermind des Reeperbahn-Festivals, Mitgründer, Mitgeschäftsführer, für die Konferenz verantwortlich, für viele Dinge, die da passieren, der Erfahrung hat mit Aktivitäten des Reeperbahn-Festivals, die weit über Hamburg hinausreichen, wie das Reeperbahn-Festival International Programm. Und last but not least, the Chairman of the BMC, Olaf Gemse Kretschmer, der, seit ich ihn kennenlernen durfte, hier in Berlin dazu beigetragen hat, oft gegen Widerstände immer wieder neue Verbindungen herzustellen, Leute zusammenzubringen, unzählbar. Doch zunächst zu Katja und der Frage, was quasi in deinem Popkulturnetzwerk passiert, was spannend ist und wie viele Erfahrungen du machst wie gestern, dass du Leute auch ehren darfst, dass du Leute auszeichnen darfst, die tatsächlich nachhaltig dazu beitragen, dass Zukunft lebenswerter wird. Erstmal vielen Dank für die schönen Worte und die tolle neue Bezeichnung. Das schreibe ich jetzt in meine Signatur. Pop-Intendantin der Republik klingt gut. Erste, genau. Also ich finde auch, dass sich gestern was gezeigt hat, was ganz toll ist. Also mal abgesehen davon, ich habe mich wirklich so wie zu Hause gefühlt. Und das ist vielleicht das tollste Kompliment an dich, Gemse, und an dein Team. Wenn man das Gefühl hat, man möchte da jetzt noch länger bleiben und noch länger, weil es wirklich sowas ist, auch wie Heimat. Das muss man ja auch mal sagen. Nach dieser darbenden Zeit, wo wir uns alle nicht gesehen haben. Und ich glaube einfach, dass Zoom das nicht ersetzt, sondern Netzwerk hat, klar, kannst du auch digital betreiben. Das tun wir ja auch alle.
von morgens bis abends. Aber ich glaube, dass das Netzwerken tatsächlich so stattfinden muss, physisch. Und natürlich ist es wirklich sehr schön, wenn man viele Menschen trifft, die man schon lange nicht gesehen hat. Detlef habe ich zum Beispiel ganz lange nicht gesehen, obwohl ich beim Reeperbahn-Festival war. Und das finde ich richtig toll. Und ich finde das total großartig, auf Netzwerke zu rekurrieren, sozusagen, die man schon so unglaublich lange kennt. Und deswegen habe ich mich ganz doll gefreut, als Gemse mich gefragt hat, ob ich auf Melissa Perales die Laudatio halte, weil Melissa kenne ich auch eben schon, was weiß ich, wie lange. Das heißt, diese Netzwerke brauchen eine gewisse Zeit und dann bilden die sich und dann sind die da und dann kann man auch wieder was zurückgeben. Und das war gestern auch so ein bisschen der Impuls, zurückzugeben, Mensch, Melissa, was sie alles gemacht hat und wirklich der Schokoladen und wirklich sich so in den DIY-Netzwerken auch zu bewegen, auch wiederum eine ganz starke Netzwerkerin und Empowerin, Enablerin. Und das ist halt, finde ich, was ganz Tolles und das kann man natürlich besonders gut in Metropolen machen, weil es da ein bisschen einfacher ist, zu den Netzwerken zu kommen, zu den Communities. Das haben, glaube ich, hat die Krise dann auch gezeigt, dass wir alle so sehr schnell, sehr stark agieren konnten, weil wir starkes politisches Backup dann auch haben hier, die uns dabei auch geholfen haben. Und genau, das sind eigentlich so die, finde ich, ganz gute Erfahrungen. Natürlich haben wir als Music Board, was ja, wenn du es so betrachten willst, auch wie ein Netzwerk natürlich auch agiert mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch das Vetteler Musikteam und Popkulturteam. Wir alle haben natürlich in dieser Krise gemeinsam nach Antworten gesucht, nach Lösungen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und haben damit, glaube ich, hoffe ich, auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass es weitergegangen ist. Genau, so viel zum Thema vielleicht, wenn das ein bisschen deine Frage beantwortet. Ansonsten, klar. Also wir kommen ja noch zu Wünsch dir was Fragen und zu was steht an, weil du ja natürlich auch ganz viele junge KünstlerInnen unterstützt, vielfältig. Du schreibst ja nicht deren Liedtexte und machst keine Komposition für die, aber du bist ja dafür auch zuständig mit zu beobachten, wie die entwickeln und viele von denen kommen von außen, müssen Fuß fassen, müssen sich vernetzen und Kunst produzieren. Und da will ich sicherlich noch zurückkommen, aber da würde ich auch Detlef gerne fragen. Das Reeperbahn-Festival ist nun die internationalste Musikkonferenz, also die Festivalkonferenz. Was kann man denn da sagen, was kommt von außen dazu, was bewegt, was irritiert produktiv, was trägt dazu bei, dass die Musikwirtschaft weiterentwickelt wird und wie trägst du als Co-Organisator dazu bei? Ich glaube, das ist etwas, was you learn while you go. Also das ist, es passiert im Prozess. Also es ist ja nicht so, dass sich irgendjemand, also bei uns ist es zumindest so, dass sich irgendjemand hinsetzt und jetzt den nächsten 5-Jahres-Plan macht und quasi entscheidet, was sind dann die großen Themen, sondern es ist ja eher sozusagen das Hinhören und das Spüren, was relevant wird. Und wenn wir so die Themen, die Gemse auch angesprochen hat, mehrfach schon Inklusion und Nachwuchs, Nachhaltigkeit, Diversität, das sind ja Dinge, die kommen so, die schaffen sich so rein in den Diskurs und werden dann spürbar und werden aufgegriffen von einer Plattform wie dem Reeperbahn Festival. Wir sind ja auch sozusagen wir verstehen uns nicht als Netzwerk, wir sind ja erstmal eine Serviceeinrichtung eigentlich, die sich versucht irgendwie ja auch, zumindest was den Business-to-Business-Teil, die Konferenz angeht, letztlich den Bedürfnissen der Musikwirtschaft anzupassen, zu stellen und Hilfestellung zu leisten und den Musikstandort zu stärken. Und ein Teil dieser Aufgabe ist sicherlich dort sozusagen auch das Neue irgendwie sichtbar zu machen. Es bleibt aber so, und auch bei diesen Themen, die wir auch sozusagen bei uns im Programm haben, wo wir Initiativen haben, manche von denen wahrscheinlich auch noch nie jemand richtig Kenntnis genommen hat, bleibt es ja, dass es in der Außenwahrnehmung ganz andere Dinge sind, die auch das Reeperbahn Festival
ausmachen. So, wenn ich, wir haben ein tolles neues Nachwuchsprogramm mit den Musikschulen in Deutschland. Das ist unterjährig, hat eigentlich nichts mit dem September-Event zu tun. Da habe ich, glaube ich, noch nie was drüber gelesen irgendwo. Und wenn man sich dann in die Presse schaut nach dem Rebern-Festival, dann sieht man halt Sting überall, weil der halt beim Opening irgendwie spielte. Und das ist es dann. Es wird dann auch sehr stark reduziert auf ja, so einen inhaltlichen Kern, der natürlich da ist. Aber das, worauf du ansprichst, das ist halt nicht so im Fokus. Das platziert man und man hofft natürlich, dass es wahrgenommen wird und dass es anschlussfähig ist. Aber das ist auch eine Sache, die so eine Zeit lang dauert. Das ist meine Feststellung. Und wo man auch von Jahr zu Jahr eigentlich gucken muss, hat es weiter seine Berechtigung, sich mit Nachhaltigkeitsprojekten und so weiter zu beschäftigen, oder ist es eigentlich etwas, was da nicht wahrgenommen wird, nicht ernst genommen wird, und man muss sich dann vielleicht was Neues ausdenken. Aber das ist ja gerade die Chance. Wer selbst als gesellschaftliche Institution, keine Verwaltung kann das, kein Unternehmen kann das, in dem Maße, wie das Festivals können, die sich ja jährlich neu erfinden können mit den Themen. Und ich bin ja so glücklich, dass ich euch auf der Bühne hier habe, weil ihr in meiner Wahrnehmung sehr engagiert für eure Themen streitet. Ich habe Katja schon wirklich für Inklusion streiten sehen und das hat mir sehr imponiert. Und ich habe dich für Musikjournalismus streiten sehen und für eine Internationalisierung und für einen sozusagen ständigen Entwicklungsprozess beim Reeperbahn-Festival, auch mit den internationalen Themen, mit den UNO-Themen und anderen. Und das ist, glaube ich, was wir Gemse jetzt so ein bisschen abverlangen können, dass er so ein bisschen mutiger ist, so ein bisschen mehr nach vorne schaut und seiner Rolle gerecht wird als jemand, der ständig neue Beziehungen herstellt und dabei unterstützt und damit Leuten auch Möglichkeit gibt, Sichtbarkeit zu erlangen, wirkmächtiger zu werden. Gibt es da sozusagen so ein paar besondere Momente, die du jetzt zum Beispiel im Kontext des Listen to Berlin Awards, weil die meisten Nominierten waren sozusagen von den Haltungs- und Preisen abgesehen, für mich Akteurinnen, die Berliner Musikkultur und Musikwirtschaft wirklich durch Neues bereichert haben. Ob das jetzt Music Declares Emergency, Freak de la Freak, ich kann die meisten wahrscheinlich gar nicht richtig aussprechen, so viel war das. United We Stream, die sozusagen sich im Booking organisiert haben, das ist doch was wirklich nachhaltig ist, was demokratisiert, was Sichtbarkeit braucht, um besser zu werden. Was sind da konkrete, spannende Ziele der BMC, das weiter zu unterstützen? Ja, aber es geht ja gerade um den Wandel, ne? Also das stellt ja dann auf das Neue ab. Da, ne? Also ich glaube auch, man braucht so eine Balance zwischen dem Neuen, also zwischen Innovation und Redundanz, jetzt nur quasi auf ganz innovative Geschichten zu schauen und auch etablierte Sachen, bewährte Dinge, Menschen, die Sachen schon ganz lange sehr gut machen, außen vor zu lassen, fände ich jetzt auch nicht gut. Das ist wie im Fußball, du brauchst so eine Balance, musst du herstellen. Aber ich fand es sehr bemerkenswert, dass du, Katja, auf die Frage nach dem Netzwerk und so, dass du davon sprachst, von der familiären Atmosphäre, also, und von Heimat und so etwas. Das ist vielleicht zunächst verblüffend, aber wir haben keine Zeit mehr. Wenn ich das so sagen darf, mir ging es gestern auch so. Wir hatten ja ein paar Pannen. So. Und das ist aber wie in einer Familienkonstellation gemanagt worden. Also es hat niemand gepfiffen oder so, sondern es war überhaupt kein Problem. So. Und diese offene Konstellation, die ist natürlich gut geeignet, um zu lernen, also um wirklich riskante Sachen auszuprobieren, wenn man sozusagen in so einer heiklen Situation ist, wo alles ganz extrem professionell sein muss, dann ist es auch wieder nicht offen genug und eben gerade nicht experimentell. Mhm. So, ne? Also ich würde das irgendwie auf einen kleinen Zettel schreiben und dahinlegen, mit diesem heimatlichen Gefühl, familiären, das hat ja was mit Vertrauen zu tun, mit der Möglichkeit, sich öffnen zu können, falsche Dinge sagen zu können, auch wieder aufgefangen zu werden. Und das ist ja was, das kannst du nicht kaufen, du kannst es nicht organisieren, du kannst nicht eine Agentur beauftragen, schaffen Sie uns mal bitte hier ein ganz familiäres Feeling, das wird so nicht klappen. Also es ist vielleicht auch gar nicht so einfach zu beschreiben, wie man es organisiert, aber das ist, glaube ich, eine Basiskomponente für ein Netzwerk. Und wir haben ja ein Thema, also Musiknetzwerke und Zukunftslabore. Das Zukunftslabor ist ganz weit oben,
Zukunft hat ja zuweilen die unangenehme Eigenschaft, dass man sie nicht kennt. Mhm. Zukunft wird immer anders. Doof, das Einzige, ne? Also was wir wissen. Es bleibt gar nichts anderes übrig, als in der Gegenwart anzufangen und mit den Leuten anzufangen. Du hast gesagt, naja, wir haben jetzt keinen Fünfjahresplan. Ist in unserer Zeit ja auch gar nicht möglich. Das geht so schnell. Ne? Also man muss, glaube ich, einen Rahmen schaffen, in dem man gut arbeiten kann. Und das familiäre, dieses Vertrauen gehört dazu. Vielleicht gehört zum Zweiten ein Freiraum dazu. Das haben die Unternehmen, die Unternehmerinnen und Unternehmer wenig, weil die müssen ja quasi für den Markt produzieren, davon leben. So, ne? Aber vielleicht können Netzwerke einen größeren Freiraum schaffen und vielleicht kann da auch das Neue entstehen. Das ist die Idee. Netzwerke sind in der sogenannten Netzwerkgesellschaft oder Creator Economy, wie es der Economist nennt, die neue gesellschaftliche Struktur, die seit 20 Jahren wächst. Dort gibt es keine Payroll, wo alle irgendwie hierarchisch abgebildet werden durch Gehälter. Und diese neuen Möglichkeiten der Netzwerke, die stark auf persönlichen Beziehungen und nicht auf der Basis von Verträgen entwickelt werden, ist neu. Und diese Strukturen, die ganz neu sind für die Reflexion, Kritik und gemeinsame kollaborative Entwicklung von Zukunftsentwürfen, sind tatsächlich Festivals und Netzwerke. Das sind die Strukturen, die gewachsen sind, stärker als in anderen Medien- und Kulturbranchen. Das darf ich sagen, ich habe das vergleichend erforscht. Und da geht die Musikwirtschaft voran. Und da ist tatsächlich die spannende Frage, wie gut kommt das in den Verwaltungen an? Die sehen, dass andere, die eben nicht nur verwalten, sondern zur Mitgestaltung einladen, nicht nur wirkmächtiger werden, sondern auch für viele wertvoller. Und die Festivals, die wir heute Agency-Festivals nennen, die diese Freiräume ermöglichen, der Mitgestaltung von Zukunft in kleinen Teilen, die werden woanders auch nicht zur Verfügung gestellt. Das alte Messegeschäft, das Veranstaltungs- und Servicegeschäft der Vergangenheit war, das darf ich so sagen, ich bin Berliner, aber ich lebe in Hannover, da geht die eine oder andere Messe auch mal vor die Hunde, weil man nicht versteht, dass es um was anderes geht. Es geht wirklich um eine neue Qualität von Beziehungen von Beteiligten, weil die Leute stärker als Persönlichkeiten und Personen wahrnehmbar werden. Und das geht euch ja auch so, dass ihr das spürt, dass ihr andere Formen der Zusammenarbeit entwickelt. Und da wäre ich doch noch mal ganz interessiert, weil Katja da ja wirklich ein bisschen eine neue Avantgarde-Funktion mit ihrem Festival und ihrem Programm hat. Wo passiert da was Neues? Weil das ist ja doch beispielhaft für Deutschland. Genau, ich würde noch mal ganz kurz dazu was sagen, was du zur Verwaltung und so Jahresplänen hast. In der Tat haben wir eine sehr umfangreiche Evaluation gemacht und haben wirklich unsere Netzwerke, also die Menschen, die wir fördern oder auch noch nicht gefördert, also Menschen, mit denen wir zu tun haben, befragt. Und diese Evaluation hat Professor Dr. Gisa Birnkraut für uns gemacht und sie hat so gesagt, ihr habt das mit, ich sage das jetzt einfach mal, ist jetzt wirklich Selbstlob, aber 1+ mit Sternchen, weil die Feedbacks der Netzwerke und der Leute, denen sie da so anonyme Gespräche eben auch geführt hat, wir waren da nicht dabei, da wurden dann halt Fokusgruppen gegründet, dann wurde auch nachgefragt, waren so toll. Und darauf basierend haben wir eine Strategie 2030 entwickelt. Und diese Strategie 2030, die arbeitet genau mit dem, was du sagst, also mit ganz viel Neuem und ganz viel Anspruch, auch an die Menschen, die popkulturelle Themen fördern. Und das sehe ich gar nicht jetzt eigennützig nur für uns, das würde ich genauso Gemse dann gerne auch mit auf den Weg geben. Reeperbahn braucht das, glaube ich, nicht, so weiß ich nicht. Oder, aber wir genau. Da geht es tatsächlich darum, in dieser Strategie bis 2030 mal zu schauen, was muss denn eigentlich alles noch getan werden? Mhm. Und das haben wir nicht selber, sagen wir nicht, sondern das sagen uns die Leute und wiederum die Netzwerke, weil die wurden genau in so Zukunftsworkshops gefragt, dieses Musicboard, wie ihr es kennt, und Popkultur und was wir alles machen, was sagt ihr denn, was die Zukunft ist und was getan werden muss? Jetzt muss ich meine Moderatorenrolle ernst nehmen und nachfragen. Mhm. Was sind das denn für Werte, die für eure Anspruchsgruppen so wichtig waren, die ihr verkörpert, dass sie euch mit Sternchen plus sozusagen awarded haben? Genau, ist ganz einfach. Einfache Zugänglichkeit, sehr unbürokratisch zu sein, das versuchen wir ja die ganze Zeit. Mhm. Deswegen war ja einer der Gründe, warum es uns auch gibt. Sich um Themen zu kümmern und Menschen sichtbar zu machen, die sonst es sehr schwer haben, also marginalisierte Gruppen nach vorne zu heben, Frauen und non-binäre Menschen und POC zu empowern,
ProduzentInnen zu werden, ihre eigenen Dinge, also wirklich das alles kam als tolles Feedback zurück und ganz simpel auch sowas wie wir vernetzen auch, also ja, wir empfehlen oder sagen auch Menschen, die wir fördern, rede mal mit diesem Label oder guck mal, die Agentur ist vielleicht toll und auch diese Dinge tun wir und das alles ist als tolles Feedback gekommen und tatsächlich, was ganz oft fiel, dass wir Pionieren sind bei vielen, Pionieren im Sinne von, ja, Menschen mit Behinderungen müssen die Möglichkeit haben, teilzuhaben, müssen hierher kommen können. Es kann nicht sein, dass es eine Barriere gibt, weil man im Rollstuhl sitzt, hier nicht sein zu können. Das gilt für eigentlich alle Formen von Behinderung, die Menschen erfahren, die oft eben von der Gesellschaft behindert werden, daran teilzuhaben. Und genauso gibt es halt Menschen mit Behinderung auf der Bühne. Wir versuchen das alles wahrzunehmen. Das hat einfach was mit Humanismus zu tun und mit Dinge sehen und wahrnehmen. Und ich glaube, da haben wir sehr früh gesagt, das ist uns total wichtig, aber nicht, um damit uns wiederum in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, wie toll wir sind, sondern einfach um die Menschen, die einfach nicht so die Power haben, hatten bisher auf Bühnen zu sein, zu empowern. Und das kommt, das ist das Pionierhafte, glaube ich, so ein bisschen. Und das, da waren wir ziemlich schnell, ziemlich früh dabei. Darüber rede ich auch ganz oft irgendwo anders oder halt darüber Vorträge mit meinem Team, weil das auch viel nachgefragt wird und weil alle begreifen, dass wir hier so in einer Welt leben. Klar, und das nächste große Thema ist das Thema Nachhaltigkeit. Also wie können wir es alle schaffen, uns auch mit diesen Themen zu beschäftigen? Was bedeutet Klimawandel, macht ja nicht vor der Musikbranche Halt, sondern auch das sind die Themen der Zukunft und auch das wird an uns herangetragen. Bitte kümmert euch darum, bis hin zu eben, was wir gerade auch machen, Eltern sein in Nachtleben, also oder in der Musikbranche. Was heißt das eigentlich? Du möchtest ein Kind haben, aber wie geht das alles zusammen? Und da haben wir halt, reden wir natürlich immer mit ganz vielen Menschen und dann kommt es zurück. Wir versuchen immer, die so ein bisschen sensorhaft aufzugreifen, was da draußen Leute uns zutragen und es umzusetzen. Das ist halt das Tolle an dieser kleinen GmbH, dass wir das relativ cool können. Gleichzeitig nur noch ganz kurz zur Verwaltung, machen wir natürlich der Verwaltung auch Angst, logisch, mit unseren Strategien, mit unseren Ideen, weil sie sofort natürlich denken, boah, das riecht nach Personal und Geld, haben wir nicht, wir haben Pandemie und das ist genau dann dieses, wo man ein bisschen kämpferisch sagen muss, na gut, aber wenn ihr wollt, dass wir Dinge vorantreiben und da auch so ein bisschen leuchtturmmäßig vorangehen, dann es kostet was, weil wir sind dann auch irgendwann zu klein dafür, noch immer weiterzumachen. Und bei Popkultur, Popkultur ist eigentlich wie in a nutshell, Popkultur spiegelt dann alles das, was das Music Board sowieso umsetzt und macht und gut findet, in diesen Tagen während des Festivals eben sehr inklusiv zu sein, zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein total gutes Beispiel. Das ist tatsächlich die Fortführung der Kulturpolitik aus den 80er Jahren, Kultur für alle unter neuen Vorzeichen. Was ihr macht, ist Kultur von allen für alle. Das hat wirklich eine neue Qualität. Und das kann man tatsächlich hier so sagen, das gibt es in anderen Kultursparten in der Form nicht, dass das so offensiv, so aktiv unterstützt und gefördert wird. Von daher ist das, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass die Musikwirtschaft und die Musikkultur Grenzen durchlässig machen, diese Dinge ermöglichen durch Auftrittsmöglichkeiten, durch Partizipationsmöglichkeiten. Das finde ich ein super gutes Beispiel, dieses Kultur von allen für alle, das ist das, was kommt. Und dort, wo das nicht ermöglicht wird, das sieht man immer wieder, ich will keine Negativbeispiele hier nennen, dort fühlen sich Leute unwohl. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Was ich erleben durfte, miterleben durfte, auch dank Detlef, ist diese Initiative des Auswärtigen Amtes, tatsächlich die auswärtige Kulturpolitik neu aufzustellen, weniger Deutschland zu präsentieren als vielmehr kulturelle Praktiken mit wirtschaftlicher Relevanz und Nachhaltigkeit ins Ausland zu bringen, mit dem Reeperbahn-Festival international nach China, nach Afrika. Vielleicht magst du dazu mal was sagen. Wie kommt es, dass das Reeperbahn-Festival da jetzt so eine, ja doch, ganz spannende Rolle für die auswärtige Kulturpolitik bekommen hat? Das kam über ein Projekt, was zum deutsch-amerikanischen digitalen Jahr 2016/17 eingesetzt wurde, was Reeperbahn Festival auch gemeinsam mit der Republika hier aus Berlin umgesetzt hat, verschiedene Veranstaltungen in Nordamerika. Und nun, wenn man das einmal macht, quasi auch im Auftrag, dann ist der Schritt zu sagen, das war doch eigentlich jetzt ganz sinnvoll, das hat ganz gut funktioniert, aber es macht natürlich noch mehr Sinn,
dies Begonnene weiterzuführen, also an der Stelle auch ein bisschen nachhaltig zu werden und diesen Netzwerkaufbau tatsächlich vielleicht noch etwas ernster zu nehmen, zu sagen, das funktioniert nicht mit einem One-Shot, sondern das ist etwas, was man über einen längeren Zeitraum eventuell üben muss, damit es nachher auch tatsächlich irgendwie funktioniert. Das ist eine Geschichte, eine Erklärung, eine Herleitung, die dann von den Kolleginnen und Kollegen im Foreign Office, im Auswärtigen Amt, dann doch auch geteilt wurde und jetzt entsprechend auch ganz positiv begleitet wird. Und ich glaube auch, dass was tatsächlich dann dort passiert an Netzwerkaktivitäten, an Unterstützung für die kleine und mittlere Musikwirtschaft, auch für manche ausgesuchte Künstlerinnen, das hat auch seine Berechtigung und auch seine Effekte. So, und was ich glaube wichtig ist, dort zu nennen, ist eben auch der Fokus auf die kleinteilige Musikwirtschaft. Auch diese Aktivitäten, da können auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BMG Universal von großen dabei. Firmen und von digitalen Plattformen und so weiter grundsätzlich teilnehmen. Allerdings werden die dann nicht unterstützt, sondern es richtet sich tatsächlich an die kleinen und mittleren Unternehmen, auch an die Solo-Selbstständigen, an die Freelancer, die sonst nicht diese Möglichkeiten haben, dort diese Erfahrung zu machen, vielleicht auch diese Kontakte aufzubauen. Das ist, glaube ich, bei allem, was wir hier besprechen, auch weiterhin eine ganz relevante und nicht aus den Augen zu lassender Umstand, dass viele dieser Aktivitäten auch weiterhin für die Musikwirtschaft, also von uns, von unseren Netzwerken, Plattformen, sich natürlich sehr an die richten, weil die es auch nötig haben. Weil eine Entwicklung der letzten 15 bis 20 Jahre ja nun mal ist, dass die Musikwirtschaft, die kleinteilige Musikwirtschaft auch einfach immer stärker unter Druck gerät. Um sie dabei zu unterstützen, nicht noch weiter unter Druck zu geraten und sich zu verflüssigen und sich zu verkaufen, sind solche Sachen natürlich wichtig. Und da ist dann wieder ein bisschen der Schluss zu Heimat und Vertrautheit, dass es natürlich dort auch dann so einen Schulterschluss gibt auf Basis dieser Plattformen und Netzwerke, die auch ein bisschen dagegen, gegen den großen Trend und gegen die Monopolisierung des Sektors quasi eine Kraft entwickelt oder eine Kraft versucht zu entwickeln. Und das finde ich auch bei all dem auch sehr wichtig. Und das ist auch sozusagen dieses Labor, wie kann es gelingen, dass nicht alles am Ende den großen digitalen Plattformen gehört und dass die nicht sozusagen unser Netzwerken letztlich komplett übernehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich kann das sogar noch ergänzen, weil ich ja die Faszination gespürt habe von Teilnehmern an diesem Programm aus Afrika, aus China, die wirklich fasziniert waren von dieser Kleinteiligkeit. Und die Musikwirtschaft ist ja die erste Branche, die immer viel kleinteiliger geworden ist. Und das ist eine Entwicklung, die sich jetzt in andere Branchen ausweitet. Das ist ein genereller Prozess der Entwicklung der Wirtschaft, dass es arbeitsteiliger wird und auf anderen Ebenen wieder integriert wird. Auch dabei spielen Netzwerke, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle. Und ich fand das schon faszinierend, wie junge Chinesinnen in erster Linie tatsächlich mit Auslandserfahrung angesteckt wurden durch die deutschen Delegierten und auch in Afrika. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich könnte dich jetzt natürlich, ich habe gerade einen Hinweis bekommen, dass wir nur noch 10 Minuten haben, nach der Vorreiterrolle des Reeperbahn-Festivals bei der Virtualisierung von Festivals fragen, das kann ich jetzt nicht, weil ich noch Gemse fragen möchte, wie es dir immer wieder gelingt, die BMC in immer mehr Bestandteile der Stadt zu bringen, mit ihr zu vernetzen. Ich war beim Sommerfest, die Sparkasse ist inzwischen ein Partner, sozusagen nicht nur hier als Marketing- und Sponsoring-Partner, sondern tatsächlich ein immer wichtigerer Partner, tatsächlich für AkteurInnen aus der Musikwirtschaft, wenn es darum geht, Kredite zu bekommen, ob das jetzt der Landesmusikrat ist und in die Richtung, ob es in Richtung der Politik ist. Das ist was Berlin, glaube ich, auszeichnet als sehr unübersichtliche Stadt, dass die BMC dort inzwischen überall angekommen ist. Was wünschst du dir da, wie sozusagen dieser Prozess für die Stadt noch nachhaltiger gestaltet werden kann?
Das sind ja viele Fragen. Also die erste, indem wir dieses Konstrukt BMC in bestimmten Intervallen komplett auseinanderschrauben und dann einfach eine Tüte Bausteine ausschütten und gucken, wie baut es die Realität oder wie bauen es die Menschen, die Mitglieder, die Menschen der Stadt wieder zusammen. Das ist extrem stressig, weil ich habe ja die Mütze auf am Ende des Abends. Also für die Menschen, von denen du gerade sprachst, für den Senat, für Fördergeber und so weiter. Ne? Also ich habe schon da irgendwie so eine, wie so, am Ende des Tages so eine Verantwortung. So. Und ich muss natürlich gucken, bei diesem agilen Prozess, wo bleibe ich? Habe ich irgendwelche Steuerungsfäden überhaupt noch in der Hand? Wie komme ich überhaupt wieder sozusagen also in eine Struktur rein? Das ist eine echte Herausforderung. Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zwischendurch, aber irgendwie, es bleibt gar nichts anderes übrig. Also so diese festen, großen Strukturen, die sind nicht zukunftsfähig. Ne? Das werdet ihr auch alles kennen, dass ihr das immer wieder neu probiert und die Sachen immer wieder neu aufstellt. Also anders kommt man gar nicht hin. Ich fand sehr interessant sozusagen zwei Punkte aus eurer Diskussion. Zum einen, dass man so eine Stimmung hat, also familiäre Stimmung, so Vertrauen so zum einen. So, und zum zweiten aber diese Dinge, die wir so aus sozialen Gründen vielleicht gut finden, Inklusion und Diversität und so weiter, die haben für die Innovation, für die Kreativität, da zahlen die ein. Also die haben quasi einen zweiten Punkt. Ich glaube, diese beiden Sachen muss man zusammenbringen. Also dieses wohlwollende, förderliche, zugeneigte Klima, Offenheit und da drin aber zum Beispiel die Leute, die gestern auf dieser Bühne hier umhergesprungen sind. Ne? Das sieht man, das macht ja totalen Spaß. Das sind ja kreuz und quer ganz verschiedene Leute. Zwischen 17 und 73 ist Mahide, glaube ich, ne? So, also verschiedene Altersklassen, ganz verschiedene Kulturen, da merkt man, einfach dann, wenn die Leute nur auf der Bühne stehen und sich bewegen, merkt man schon, hier beginnt gerade was. So, ne? Und das Neue kommt ja nicht auf die Welt, indem man also 30, 23-jährige bärtige Männer in den Raum sperrt und angestrengt über irgendein Thema, über das Neue nachdenken lässt. So funktioniert es nicht. Sondern es ist halt die Begegnung von krass unterschiedlichen Menschen, Herkünften und so weiter. Also das hat da irgendwie, glaube ich, einen großen Aspekt, und das ist nochmal eine Brücke zu deiner Frage, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber wir bemühen uns so auch immer wieder, uns zu öffnen, also in die Stadtgesellschaft regelrecht hinein. Das ist natürlich auch eine Gratwanderung sozusagen zur traditionellen Mitgliederstruktur in der BMC, weil die sagen vielleicht, wir sind Unternehmen, was sollen wir mit diesen ganzen Aktivistinnen, ne, wo ist quasi was ist der Mehrwert und so, ne? So eine Frage wurde jetzt so noch nicht gestellt, aber die könnte man ja stellen, ne? Also diese Balance muss man wieder herstellen, aber auch da, denke ich, sollte man sich in die Gesellschaft öffnen, weil das kann ja eine Kreativwirtschaft, die in die Gesellschaft hinaus nicht geöffnet ist, das ist ja ein Paradoxon. Ne? Also das wird nicht funktionieren, es wird nicht kreativ sein. Und die Themen, die wir bearbeiten, die kommen ja aus unserer Umwelt. Die kommen aus den Konflikten unserer Zeit. Die Stars, die künstlerischen Stars, die sind nicht alle in Berlin und Hamburg geboren, sondern kommen irgendwo aus irgendwelchen Käffern, aus Kleinstädten, Dörfern. Und die sind auch nicht alle Absolventen von Konservatorien und großen klassischen Musikausbildungsinstituten, sondern manche kommen eben wirklich irgendwo aus irgendeinem sozialen Umfeld und schleppen die Themen mit rein. Also ich glaube, wenn Musikwirtschaft sich so aufstellt, ich höre auf gleich, so offen und transparent aufstellt, dass diese Einflüsse zusammenkommen können, dann hat sie auch als Branche eine Chance. Und dann könnte es auch das werden, was du sagst, Zukunftslabor. Es ist es. Ich glaube, das waren auch viele gute Beispiele dafür, dass ihr auch immer wieder mit dem, was ihr tut, zeigt, dass ihr euch neu erfindet. Und davon muss ein Strategieplan bis 2030 nicht abweichen. Ein Plan ist ja immer nur so lange ein Plan, bis man ihn überworfen hat. Und das ist, glaube ich, das, was sichtbarer werden muss, dass diese Mitgestaltungsmöglichkeiten tatsächlich bestehen, vor denen viele auch so ein bisschen Respekt haben. Mache ich ein Panel? Werde ich Mitglied bei der BMC? Sind die Hürden zu groß? Ist das sozusagen eine etablierte Organisation? Und deswegen ist es wichtig, was Katja hervorgehoben hat, diese Niedrigschwelligkeit und Offenheit. Es wird immer Verwaltungen geben müssen, weil es Dinge zu Verwaltungen gibt. Nur dort, wo die anfangen, das habe ich auf einer
größeren Tagung in Weimar auch gelernt, bekommen die kalte Füße. Es gibt immer häufiger die Notwendigkeit, Mitveranstalter zu werden, gerade unter Corona-Bedingungen. Kosten-Nutzen-Relationen funktionieren dann überhaupt nicht mehr. Und diese neuen Strukturen, die so ein bisschen flüchtiger sind und dadurch stabiler, die ihr in den letzten Jahren mit aufgebaut habt, weil ihr euch verändern könnt, weil ihr neue Themen aufgreifen konntet und weil ihr tatsächlich für ganz viele etablierte Institutionen vom Auswärtigen Amt bis zur Sparkasse wichtige Ansprechpartnerinnen geworden seid und auch sozusagen da eigene Markenqualitäten entwickelt hat, das finde ich, hat sich hier bewahrheitet. Also das ist nichts, was jetzt erst anfängt, sondern was schon eine Geschichte hat. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben hier keine Uhr, die mitläuft. Deswegen bin ich so ein bisschen unsicher, wie viele Sekunden oder Minuten wir noch haben. Aus der Regie kommt auch keine Anweisung. Ich habe vor ungefähr 10 Minuten gehört, wir haben noch 10 Minuten. Ich bitte jetzt alle nochmal in so eine Art Blitz vielleicht so ein paar Zukunftswünsche zu äußern. Wie kann Musikkultur, wie kann Musikwirtschaft noch ein bisschen inkludierender und zukunftsfähiger werden? Ich fange wieder mit dir an, Katja. Immer muss ich die Erste sein. ich glaube, dass uns allen gut tut, angstfrei zu agieren, weil vieles, glaube ich, und das hat die Pandemie ja auch gezeigt, mit der Angst im Nacken entsteht keine Innovation. Innovation oder was Neues entsteht wirklich also durch Selbstreflexion und sich den Spiegel vorhalten. Und also ich kann auch ein Beispiel sagen, ne? Ich habe ja zum Beispiel mein Programmteam bei Popkultur einmal nochmal komplett geschraubt. Das heißt, ich habe Menschen in Machtpositionen gebracht, die diese Machtpositionen noch nie in ihrem Leben hatten. Pamela Owusu-Brenya, ne, aus Ghana, die auch für euch in Ghana dann viele Sachen organisiert hat und gemacht hat. Und großartig. Ja. Richtig toll. Und sie ist wirklich so eine tolle Person. Sie ist eine meiner Kuratorinnen vom Programmteam jetzt. Jim Duman hat schon für uns Dinge gemacht, aber ist auch eine Person of Color, die aus der queeren Szene kommt. Und die machen jetzt eben, und Leila Jenitze war noch dabei aus Hamburg, machen das mit Christian Morin zusammen. Also es gibt da nur noch einen Mann, der auch viel Gutes und tolles Wissen hat. Ohne Christian würde das auch alles so nicht funktionieren. Wir brauchen auch dieses Wissen von jemandem, der schon so lange dabei ist. Das würde ich auch immer betonen. Es geht nicht nur darum, dass 20-Jährige irgendwas machen. Es muss zusammen sein, weil es dürfen auch nicht da jetzt immer sagen, so, das sind alles alte Männer, wir sind jetzt alle schon mal ein bisschen älter, okay. Aber wir haben auch ganz viel Wissen angesammelt und ich glaube, das tut auch gut anderen. Und ich will damit nur sagen, das ist ein schmerzhafter Prozess gewesen auch, ein neues, komplett neues Team zu implementieren, in ein schon bestehendes Team. Und genau, eine Person ist ja dann auch gegangen, weil Veränderung ist immer Schmerz. Und das meine ich mit angstfrei und sich bewusst zu machen, dass Veränderungen eigentlich gut sind. Das ist für mich als Geschäftsführerin ganz arg anstrengend, diese Prozesse zu begleiten und zu sagen, ich möchte aber, dass Dinge sich ändern. Ich möchte, dass andere Personen machtvoll agieren können. Und das bedeutet immer, dass andere das dann nicht mehr so tun. Man muss also immer etwas auch abgeben können. Und das ist, glaube ich, das sind für mich absolut spannende Prozesse, sehr auch anstrengende, muss da auch selber ganz viel lernen noch und mich da auch coachen lassen und mir jetzt auch erzählen lassen, wie man das macht. Aber das ist so ein Appell an alles, was wir alle so gemeinsam miteinander tun, sich diese Offenheit zu bewahren, genau. Führung ist echt kompliziert. Carsten. Was bedeutet das jetzt? We're on time. We have how many minutes left? That's it. We're over. Done. Thank you very much, all of you.